Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den rüstigsten aller Helden nennen, wenn ihr wollt. Denn ich bin jetzt voll ausgestattet, liebe Leute. Ja, ich habe dran gedacht, mir meinen neuen Schild anzuziehen. Und ihr seht, er hat auch eine wunderschöne kleine leuchtende Leiste. Das heißt, so klein ist sie gar nicht. Ist größer als von allen anderen. Am oberen linken Bildschirmrand, also unter den Herzen. Das heißt, er scheint wirklich unzerstörbar zu sein. Außerdem habe ich den letzten Trank auch noch so richtig schön vollgepumpt mit Energie. So sollte ich bestens gerüstet sein, um, was auch immer mich erwartet, bewältigen zu können. So, wir gehen jetzt endlich in den letzten Lungeon rein und ich hoffe, dass es gut geht. Okay. Also, ihr habt mir schon ein paar Mal gesagt, dass das der letzte ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich da dem Todbringer gegenübertreten soll. Ich finde es ja nach wie vor geil, dass der letzte Dungeon wirklich direkt in der Heimat ist. Das finde ich so richtig cool. Also, irgendwie... das ist so ein bisschen das Üble, wohnte direkt unter uns. Oh ja, liebe Leute. Und jetzt gehen wir endlich rein und schauen, was uns hier erwartet, liebe Leute. Die Tür ist zu, Scheißendreck. So, Turm des Himmels heißt das. Wir speichern direkt mal ein. Okay. Und ich hoffe, dass es gut geht. Wir haben eine Feder bei und drei Doppeltränke. Also das sollte wirklich ausreichend sein. Allerdings wissen wir ja nicht, wie schlimm es hier noch wird. Eine Truhe offensichtlich im Raum drin. Das kann doch nur eine Falle sein, oder? Wir machen es trotzdem. Oh yeah, du hast die Dungeon-Karte erhalten. Sie zeigt dir eine Übersicht deiner Umgebung und welche Räume du noch aufsuchen musst. Okay. Achso. Hä? Quim, was ist das denn für eine Dungeon-Karte? Okay, ich kann da rein. Okay. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. In diesem Gebäude befinden sich die drei Quellen heiliger Energie, die drei Fragmente des Triforce. Ich habe die Orte, an denen ich ihre Kraft verspüre, auf der Karte mit einem Dreieck markiert. Mit einem Triforce-Eck, sozusagen. Okay, gut, und jetzt? Ich gucke nochmal kurz auf die Karte. Das ist witzig, das erinnert mich fast so ein bisschen an die allerersten Zelda-Spiele. Warum kann ich jetzt... Warum ist hier nichts verzeichnet auf der Karte, wenn ich das... Das ist doch der einzige Weg, den ich gehen kann, oder? Na gut, ist egal. Wir gehen einfach mal rein. Was ist das hier? Wählen. Ach so! Lustig, ein Hieberätsel! Oh, das heißt, wenn ich jetzt das hier hinsetze, dann müsste ich doch eigentlich... Ach so, ich setze die Räume aneinander. Ist das witzig? Ist das witzig? Das gefällt mir. Jetzt müsste ich halt nur gucken, wie ich das am besten machen muss. Solche Schieberätsel kann ich ja nicht besonders gut. Also. Kann ich den... Achso, den Eingang kann ich leider nicht verschieben. Das ist ein bisschen blöd. Das hier... Das sitzt da oben auf jeden Fall schlecht. Also, ich muss erstmal den hier eigentlich irgendwie rausbekommen. Aber das geht nicht, ne? Wie macht man das denn, dass man den da rausbekommt aus der Ecke? Wir nehmen den erstmal kurz hier weg. Denn wir können da ja nichts reinschieben. Wenn ich das hier rausziehe, dann haben wir gleich direkt das Problem, dass die Lücke nicht wieder geöffnet wird für irgendwas anderes. Ganz merkwürdig, ganz merkwürdig. Aber wir brauchen dieses Teil unbedingt da, sonst kommen wir ja gar nicht weiter. Oh mein Gott, das ist gleich zu Beginn, bin ich völlig verwirrt. Aber wir können das einfach nicht da wegziehen. Ich gehe mal ganz... Oh, jetzt habe ich es versehentlich zurückgesetzt. Ah, das ist ja blöd. Na gut, aber zurücksetzen geht also auch, das ist schon mal nicht schlecht. Ich meine, wie es gesetzt werden müsste, ist ja eigentlich klar. Aber es gibt ja gar keine Möglichkeit, das hier rauszubekommen, oder? Oder bin ich völlig verblödet gerade? Lasst mich einen kurzen Moment überlegen. Ich bin gerade ein bisschen zu dumm dafür. Ich müsste das hier bewegen können, dann wär's machbar. Okay, komme ich überhaupt hier wieder raus? Okay, es hat sich jetzt ein bisschen was verschoben. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Räume haben sich bewegt, ich weiß. Aus dem eben ertönten Geräusch schließe ich, dass sich der Aufbau des Gebäudes verändert hat. Durch diese Veränderung ist es nun möglich, den angrenzenden Raum zu betreten. Ja, das weiß ich, aber das bringt mir doch nichts, wenn ich meinen Raum nicht bewegen kann. Ich schlage vor, durch die Nutzung dieser Kontrolltafel den Weg zu den Fragmenten des Triforce zu eröffnen. Ja, das ist mir schon klar, aber...
Guck mal, ich kann ja trotzdem nicht die Lücke hier füllen. Ich kann nur das hier bewegen. So vielleicht. Dann noch das Triforce, das eine Teil nach... Ja, also ich könnte jetzt quasi an dieses eine Triforce-Teil dran. Das ginge auf jeden Fall. Vielleicht macht mich das schon irgendwie besser, aber ich brauche dieses Ding hier aus der Ecke raus. Egal. Nein! Ich bin doch wirklich zu horstig. Dieses Zurücksetzen, ich wollte nur hier rausgehen. Na gut, also nochmal das Ganze. Einfach so. Und dann kommen wir schon mal an das... Was ist grün? Weisheit? Wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Und dann kommen wir schon mal an das erste Triforce dran. Und vielleicht hilft uns das ja schon mal weiter. Ich hätte es am liebsten gleich gelöst, aber entweder bin ich gerade, habe ich gerade einen Blackout und check das einfach nicht. Oder es geht nicht von Anfang an. So, testen wir das einfach mal. Ah, ein Pilzraum. Das ist aber schön. Okay. Ist ein nur nicht so eckiger Raum, wie ich es erstmal dachte. Okay, und. Oh, da kommt Schleim raus. Du hast einen Schleim. Oh yeah. Cool, Glibber für alle. Ich liebe Glibber. Oh, ich habe so viel Glibber und so wenige Schädel. Au. Huiuiui. Hä, warum wehrst du das ab? Na gut, dann greif halt erstmal zu. Ich glaube, jetzt geht's. Aha. Genau. Das können wir gerne kaputt machen, aber es bringt uns jetzt auch nicht so viel, wa? Hätte nicht gedacht, dass die Räume hier noch so unterschiedlich... Stirbt man da, wenn ich da... Soll ich das mal... Ach so, ja, da muss ich mich entlang schlängeln. Okay, da komme ich an die andere Seite. So viel wissen wir schon mal. Ach, der Raum ist viel größer. Das ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Dieses Ganze, das ist ja das Wald von Eldin-Thema, das wir hier haben, mit den Pilzen und den Bäumen. Das gefällt mir schon gut. Da kam ich raus, ja. Okay. Und... Komm ich da überhaupt rüber? Ach so, da ist noch ein Seil. Aber ein bisschen weit weg, würde ich sagen. Oh je. Muss ich das erst losschneiden oder so? Ist das an der anderen Seite irgendwie festgebunden? Das erkenne ich so leider gar nicht so richtig. Wir probieren es mal hier mit. Ah, ich glaube, das ist wirklich festgebunden. Na gut. Und schnipp. Ja, das hat funktioniert. Ich verstehe, liebe Leute. Und schwipp. Bisschen drehen, bitte. Ah, nicht ganz so sehr. So müsste es eigentlich gut sein. Oh je. Und schwing. Dein. Ding. Flump. Okay, da oben war was. Ich hab's genau gesehen. Dann komm erstmal runter. Eine Spinne. Stumm. Ach so, ich sollte vielleicht erstmal das Seil durchschneiden. Geht das auch hiermit? Oh nein, da federt's nur. Na gut, dann schneiden wir es erstmal durch. Und zwar hiermit. Okay. Und. Fangstoß. Oh, den haben wir schon länger nicht mehr benutzt. Cool. Alles klar. Da ist ein böser Vögler. Ich glaube, den schieße ich mal eben mit dem Bögen ab. Kleiner Bögen, ich mach dich kalt. Okay, und jetzt können wir mit dem Greifhaken weitermachen. Tja. Allerdings muss ich sagen, ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, was ich tun soll, um an die anderen Räume dran zu kommen. Oh, ich sehe jetzt auch gar nicht, wie es hier weitergeht. Ah ja, da drüben. Gibt es hier irgendwo was, wo ich mich mal ausruhen könnte ganz kurz? Denn das wäre mir doch recht lieb. Ah, da drüben. Oh, ich komme nicht dran. Nein. Oh, jetzt habe ich losgelassen. Ich war ja auch ein Horsi. Ich habe einfach auf den Knopf gedrückt, um loszulassen. So richtig schlau. Macht aber nichts. Wir probieren es direkt nochmal. So. Also, diesmal gleich in die Richtung. Und einmal das hier benutzen. Und direkt nochmal. Und jetzt müssen wir uns eigentlich darüber festhalten können. Und ein bisschen ausruhen. Ach, guck mal. Ich kann hier sogar stehen. Ist ja interessant. Dann gucken wir uns das mal genauer an, was wir hier eigentlich noch machen müssen. Das ist wie so eine kleine Prüfung hier nochmal. Eigentlich echt cool. Da kann ich irgendwie auch Bomben verwenden. Warum auch immer. Ach so, wahrscheinlich muss ich die Dinger kaputt machen. Ach klar, da kam doch eben Feuer raus. Das sind so feuerspeiende Gemeinheitsheimer. Und die muss ich wahrscheinlich jetzt erstmal wegbomben.
bevor ich da überhaupt vorbei kann. Ich verstehe. Ich verstehe. Und Quimps! Okay, wie viele habe ich erwischt? Einen nur, oder? Zwei? Habe ich alle schon erwischt? Okay. Ach, Tatsache, ich habe alle schon erwischt. Dann kann ich ja direkt weitergehen. Cool. Gefällt mir irgendwie. Oh, das war aber knapp. Hui! Und hui! Quap! Und jetzt? Ach so! Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wir müssten den Püsterich auspacken. Und. Okay, das müsste ja eigentlich schon reichen. Eigentlich hätte ich auch von der Seite fupen können. Fupen! Okay, und. Oh, oh, das reicht nicht. Das reicht nicht. Oh Mann. Gerät relativ schnell wieder aus dem Schwung, muss ich mal sagen. Na gut, dann eben nochmal mit Schwung. Oh, oh. Huiuiui. Das wäre schon fast wieder schief gegangen. Und hup. Und hui. Quump. Okay. Diesmal püste ich in die Richtung. Dann habe ich das gleich besser im Blick. Und nochmal mit Schwung. Kamera. Kamera will nicht. Rübersprengen. So. Irgendwas, was hier uns noch runterhauen kann oder so? Nö. Alles klar. Und gepüstet. Hut. Achso, ich mache das gleich in die Richtung. Hut. Und. Hut. Yeah. Oh, ach so. Guckt euch das mal an. Ich stoße sogar an die Wand. Ist ein bisschen eng hier. Na gut, dann muss ich wohl den Sprung so machen. Aber das geht schon. Alles klar, ein paar Rubine haben wir noch bekommen. Da hinten ist noch was zum Spielen. Dann packe ich mal die Flöte aus. Hä? Willst du nicht? Doch. Ah ja, okay. Irgendwas zu malen. Ja, was soll ich da machen? Hm, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Achso, ich brauche ja nur das Schwert. Ich bin voll ausgerüstet. Das Einzige, was ich brauchen kann, ist ein Herz. Deswegen würde ich sagen, ich mache ein Herz. Oh Gott. Bitte einmal ruhig halten hier. Das ist das schönste Herz der Welt. Krass. Wenn er das erkennt, ist er gut. Oh, wow. Nicht schlecht erkannt, muss ich echt sagen. So, cool. Hier könnten wir speichern. Achso, wir machen hier vor allem das Ding auf. Hä? Ist das nur der Rückweg? Das wäre ja blöd. Achso, und hier ist der Ausgang. Ah, okay, jetzt habe ich diesen Raum quasi gelöst und muss nicht nochmal alles machen. Das ist cool. Das heißt, wenn ich jetzt verschiebe und nochmal da rein muss, dann kann ich da einfach durchlatschen. Das ist schön. Das ist fair. Das ist nett. Das ist cool. Quimp. Oh, oh, das sieht mir nach Zwischenboss aus, hä? Weil das sollte ja ein Triforce-Räumchen sein. Okay. Da ist ein Schlüsseltürchen. Bitte, Siegebieter. Aha. Dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Farore. Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Ich schlage vor, durch diese Tür zu gehen, um das heilige Wappen zu erreichen. Shawem. Okay, na toll. Und weiter? Ich kann durch diese Tür nicht gehen, die ist abgeschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Dann gehen wir erstmal hier dran vorbei. Okay. Mal kurz gucken. Wir hätten hier eine Truhe. Das heißt, wir kommen da noch gar nicht entlang. Wir müssen... Das gibt's doch gar nicht. Wie kommen wir denn hier hin? Wie kommen wir denn überhaupt hier hin? Das verwirrt mich gerade sehr. Mach das mal auf. Achso, es geht nicht. Es geht nicht. Es ist zugekleistert. Ich würde ja ganz gerne das richtig verschieben, aber ich bin gerade zu blöd. Ja klar lässt sich das ohne Schlüssel nicht öffnen. Tja, und jetzt? Ich glaube, ich bin einfach zu blöd, um... Da oben könnte man vielleicht noch reinfliegen. In die Augen. Ich schätze mal, der Schlüssel ist aber eher in der Truhe drin. Ja, hier ist nichts. Also muss ich doch an diesen komischen Raum. Aber wie soll das denn gehen? Ich bin so blöd gerade. Ich komme mir unglaublich blöd vor, weil ich nicht checke, wie ich den Raum so da rausschieben soll, dass ich überhaupt noch was anderes schieben kann. Das geht ja gar nicht. Okay, also hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Vielleicht hier nochmal kurz spielen. Okay, nö, macht nix. Oh, ja, du musst nicht gleich die Bombe auspacken. Alles in Ordnung, Link. Hat nur noch eine Bombe. Da habe ich ja gar nichts aufgeladen. Das ist ja blöd von mir gewesen. Na gut, aber das können wir später bestimmt noch nachholen.
So, schwimm, gehen wir erstmal zurück und ich muss offenbar zu dieser Truhe gehen, denn... aber was soll ich da bloß tun? Was soll ich da bloß tun, um da dran zu kommen? Naja, da bekomme ich auch mein Herzchen, das ich eben schon mir so schön da rausgeschnitten habe. Das ist nur wieder der Eingang, ist ja klar. Und wir gehen nochmal, ich gehe nochmal dahin und schaue mir das genauer an. Aber, also, nee, was anderes wüsste ich jetzt nicht. Als da nochmal zu versuchen, irgendwie dran zu kommen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Oh, 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 oh. Wow, wow. Okay. Dieser Raum sieht aber auch nicht so aus, als könnte ich ihn irgendwie bewegen oder bewegungsfähig machen. Also ich sehe hier keine Schalter oder sowas. Nee, es sieht eigentlich... Der sieht hier auch fest eingemauert aus, im Gegensatz zu den anderen offenbar. Aber es gibt nun mal keine Möglichkeit, das hier rauszubewegen. Ich meine, dann kann ich halt kein anderes Teil mehr bewegen. Es geht einfach nicht. Aus dem Grund... Und es gibt auch nur einen weiteren Raum, den ich überhaupt dorthin setzen könnte, wo jetzt das Triforce-Dingsen ist. Das ist der dort oben. Der hier. So. Das da ginge halt noch. So könnte ich es noch insgesamt zusammensetzen. Aber das ist auch alles. Dann machen wir das mal so. Dann hätte ich vielleicht noch einen mehr drin. Vielleicht gibt es hier einen Schlüssel. Aber auf der anderen Seite, hier ist die Truhe auch schon angezeigt. Und was ist das hier für eine Tür? Das scheint doch eine Tür zu sein. Ah, Mist. Also wie ich es auch drehe und wende, es gibt keine Möglichkeit, diesen Raum hier rauszubekommen im Augenblick. Ja, ja, gut, das ist eine Kleinigkeit jetzt gewesen. Merkwürdig. Ich gehe nochmal hier rein und schaue mir den nächsten Raum mal an. Vielleicht habe ich auch im ersten Rätselraum einfach einen Schlüssel übersehen. Es kann ja sein, dass der einfach irgendwo rumliegt, anstatt dass er in einer Truhe sitzt. Gehen trotzdem jetzt erstmal in den nächsten Raum, einfach weil ich den jetzt schon mal freigespielt habe. Könnte alles sein. Aber ich hänge ganz schön fest gerade, muss ich mal sagen. Okay, Fump. Das erinnert mich an die Wüste. Ah ja, da genau. Da ist so ein Zeitstein. Genau, das kennen wir ja schon, dieses ganze Spielchen hier. Ein paar Pfeilchen nehmen wir gerne mit. Offenbar brauchen wir hier welche. Oh je. Also das Rätsel können wir gerne versuchen mitzulösen. Das bleibt offenbar zu. Das ist auch nur der Rückweg, nehme ich mal an. Oh Mann. Diese Dinger hasse ich, ja? Oh. Ah, geh hier weg. Und... Hey, ich habe doch... Achso, ich habe sogar gestoßen, aber... tatsächlich hat er es trotzdem abgewehrt. Und er hat das überlebt, die Sau. Na gut. Okay, wir machen es wieder so. Das funktioniert hier immer ganz gut. Oh, er ist noch nicht tot. Hält mehr aus, als ich gedacht hätte. Diese blöden Elektro-Gegner finde ich wirklich relativ fies, muss ich mal sagen. Okay, gehen wir hier mal durch. Hier entlang. Achso, du bist so einer. Wie macht man das nochmal mit dem Schild, ne? Tja, yeah. Und nochmal. Okay, achso, jetzt halt er erstmal die kleinen Viecherchen. Die machen wir alle kaputt. Okay, Nummer 1 und Nummer 2. Und jetzt bitte nochmal den anderen, damit ich dich kaputt machen kann. So nah. Okay, der ist futsch. Ist ganz gut, wenn wir den lieber gleich kaputt machen, anstatt später Probleme mit dem zu bekommen. Hier ist ein Schalter weiter. Probieren wir das mal eben. Nee, können wir so nicht verwenden. Wir können es auch nicht durchwerfen, da muss ich wohl von der anderen Seite ran. Aber, ich bekomme erstmal den Zeitstein hier nicht weg. Kann ich das rüberkäfern? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir probieren das mal eben. Nee, geht nicht. Also ich schätze mal, ich muss erst den Schalter betätigen, damit ich den Zeitstein rüberbekomme. Okay. Ist das hier irgendwie... Ah, ich muss es nur nah genug ranlegen, damit ich den Schalter auch betätigen kann. Sonst komme ich, glaube ich, zu nichts. So, einmal hier hin. Und einmal hier hoch. Yeah. Okay, hier rüber. Und... Yeah, Schalter betätigt. Das Ding ist auf. Wir kommen weiter. Cool. Chip.
Hier hinten ist noch ein Schalter. Können wir auch schon mal drücken, wenn wir wollen. Okay, geht aber noch nicht. Da ist noch zu viel Bewegung drin. Das wird sich einfach wieder zurückdingsen. Okay, wir nehmen das mit, gehen hier rüber, machen das Türchen auf. Ah, okay, und da ist ein Laufband. Ich verstehe, jetzt muss ich ganz schnell hier hoch. Chip, chip, chip. Um das nicht ganz zu verpassen. Hui, das ist so geil mit diesen Dingen. Also ich muss sagen, das ist wirklich eine der besten Ideen im ganzen Spiel. Und jetzt muss ich hier, genau, das aufmachen, damit es rauskommt. Geil, plüpp, Ei gelegt, alles klar. Das war ziemlich cool, muss ich sagen. Was war hier das nochmal? Zum Pusten so ein Ding, ein Püsterich. Hier kommen wir so nicht weiter. Ach, das Püsten, das legen wir drauf und püsten es dann durch, wenn ich das richtig verstehe. Aha, hier ist auch nochmal ein Podest. Es gibt nicht nur eins. Man kann die Räume nach und nach anordnen und plötzlich wird alles so schön klar, liebe Leute. Geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, wir pusten es mal ein Stückchen hier durch. Die Frage ist, müssen wir auch unten entlang? Auf die blaue Seite bitte. So. Denn unten gibt es hier offenbar Gegner. Ist das wichtig für uns oder ist es nicht wichtig? Das ist eine wichtige Frage. Okay. Da geht's schon nicht weiter. Swim. Okay. Können wir einmal durchpusten? Kein Problem. Aber was wollen wir da unten? Was wollen wir bloß da unten? Ist das nur, wenn man runterfällt, dass man nochmal kämpfen muss, oder wie? Ach nee, hier ist ein Schalter. Ein Schalter, Walter. Oh Mist. Ich muss wohl da runter und erstmal mit dem Heimer hier kämpfen. Swim. Oh, abgewehrt. Das kannst du auch? Okay, und chip. Mist. Okay, bringen wir dich halt so um. Oder gar nicht. Tja, wo ist hier der Schalter dafür? Das ist eine wichtige Frage. Wird er vielleicht nur freigeschaltet, wenn man das Ding weit genug oder nicht zu weit gepustet hat? Oder wird das Tor geöffnet, wenn man die Gegner hier besiegt? Oh, oder ich ziehe einfach mal hier dran. Tja. Hä? Ist das jetzt einfach zurückgekommen? Uncool. Uncool. So ein Arschding. Och Mann, ich gehe einfach mal kurz mit der Zeitkugel hier runter, töte die Gegner und schau, ob hier noch irgendwas Wichtiges ist. Nicht, dass ich hier den Schalter übersehe oder so. Also hier scheint kein Schalter zu sein. Da mache ich jetzt einfach mal die Gegner tot. Okay. Du bist tot. Oh ja, ein Schädelchen. Jetzt gebt ihr mir plötzlich Schädel. Du hast einen Schmuckschädel erhalten. Mann, du kannst ihn zwar nicht mehr gebrauchen, aber er fühlt sich sehr schön in deiner Hose an. So, alles klar. Eieieiei. Oh, das Herzchen kann ich ja sogar gebrauchen. Dann schauen wir nochmal ganz hinten. Aber ich glaube, ich habe einfach oben irgendwo einen Schalter übersehen. So, einmal hier hoch. Dich hauen wir hier drauf. Dann puste ich hier dich weiter. Moment, erstmal gucken, was ist eigentlich da oben? Ist das noch was Wichtiges? Ich käfer mal eben dahin, um zu schauen, ob da noch irgendwas ist. Nö, sieht nicht so aus. Auch kein Schalter oder so. Wir forschen mal hier kurz weiter. Dann habe ich eben... Ah, guck mal, was hier ist. Ich schätze mal... Ja, das ist er. Das ist er, der Schalter. Gut, dann wissen wir, wie es weitergeht. Manchmal macht so eine kleine Forschungsrunde doch recht Spaß. So, einmal weiter... Einmal. Könntest du bitte einfach weiter? Dankeschön. Okay. Und weiter, weiter, weiter. Einfach weiter, weiter. Okay, nochmal. Weiter, weiter, weiter. Einfach weiter. Okay, jetzt müssen wir es noch ein Stückchen. Ja klar, das ist jetzt offen, aber wir kriegen das andere ja auch auf. Guck mal da oben, das habe ich vorhin nicht gesehen. Ich bin ein blinder Fisch. Aber das macht nichts. Guck mal her. Yeah. Cool. Okay. Ja. Okay. Dann können wir jetzt hier weitergehen. Ich traue dem Ding nicht. Wenn ich das jetzt ziehe, dann wird es doch wieder ganz zurückgesetzt, oder? Irgend sowas. Irgendwas Fieses. Ich mache lieber erstmal das ganz zur Seite und bringe den Zeitstein an eine andere Ecke. Okay. Was meint ihr? Sollte ich den Schalter mal testen? Oder sagt ihr, da schreit ihr dann alle? Nein, du Idiot, du hast doch schon mal die falsche Erfahrung damit gemacht. So, ich glaube, das ist der Rückweg. Richtig? Ja, hier ist der Zeitstein normalerweise.
Einmal kurz hier draufdrücken. Ach ja, da haben wir wieder sowas. Moment mal. Doch, doch, das ist neu. Das ist nicht das von eben. Hier kommen lauter Maschinen, die dann belebt werden. Das sind, glaube ich, diese Türme, die auf mich ballern. Und hier könnte ich dann die Räume neu verschieben. Das ist ja geil. Also, das finde ich schon gut gemacht, muss ich sagen. Den Schalter, sollte ich den gleich mal ziehen? Ich weiß gar nicht, was das macht. Macht gar nichts. Na gut, egal. Dann schieben wir das einfach mal direkt da rein. Okay, einmal rein mit dir. Ach so, damit habe ich das Band umgedreht, glaube ich. Denn guck mal, das fließt in die Richtung. Das bringt uns überhaupt nichts. Ich schätze mal, das war einfach hiermit. Ja, genau. Und ich bin natürlich vorbereitet auf dich, du Arsch. Und yeah, du bist tot. Hast du nicht so gedacht, hä? Ich warte lieber mal auf dich. So, ich weiß, du bist gefährlich und gemein, aber ich werde dich trotzdem aufschlitzen. Vielleicht werde ich dich auch zermalmen, zertreten, hochsprengen oder umbringen. Irgend sowas in der Richtung. Schwimm. Aha, schwimm. Aha. Und hüpp, hüpp. Na komm, mach schon. Jawohl. Okay, und jetzt machen wir wieder das Türchen auf, holen unser Steinchen raus. Bonbonautomat. Und gehen weiter. Nur was machen wir hiermit? Scheiße, was machen wir hiermit eigentlich? Ich habe den jetzt auf die andere Seite gebracht, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier etwas bewirken kann damit. Ich müsste erstmal das Tor hier aufmachen, hä? Okay. Gibt's hier irgendwas, wo ich Zeit brauche? Da oben ist noch ein Tor. Aha, Mist. Deswegen kann man den Schalter wohl umdrehen. Und schnell wieder runter. Mann, du Arsch. Okay. Und raus hier. Ach Mist, ich muss es nochmal machen. Ist ja blöd. Na gut, gehen wir nochmal hier rum. Da oben sind mehrere Schalter. Ach, ich verstehe. Deswegen ist es überhaupt ein Problem. Hä? Achso, ich muss es zuerst umdrehen. Ja, ich bin Schlauheimer. Ich weiß, ich bin ein Schlauheimer. Okay. Dann nochmal von der anderen Seite, meine lieben Leute. Muss also langsam mitlaufen, nicht nur die Gegner umbringen, sondern auch noch drei Schalter da oben betätigen. Na, liebe Leute, wenn das mal nicht eine komplizierte Aufgabe ist. Nicht nur drei, sondern ganz viele. Nachdem wir so viele Kürbisse abgeschossen haben, liebe Leute, ist das hier nicht mehr die große Herausforderung für uns. Es sind ja quasi unbewegte Ziele. Und das macht uns dann nichts mehr. Yeah! Raum gelöst, liebe Leute! Oh yeah, cool. Dann drehen wir das direkt mal wieder um. Bevor er an der anderen Seite wieder rauskullert. So. Ach ne, er kann er, glaube ich, gar nicht rauskullern. Während der sich da so entlang bewegt, der Zeitstein, will ich mal gucken, was man hier so machen kann. Guck mal, jetzt kann ich das nämlich auch bewegen. Haha, liebe Leute. Nur den Raum, in dem ich gerade bin, den kann ich nicht ändern. Dann können wir das also so rausbewegen. Moment mal. Achso, ja, den Eckraum wollen wir oben haben. Das bedeutet, wir machen es erstmal so. Ich bin in solchen Rätseln... Oh, übrigens beschissen. Jetzt haben wir ja wieder das gleiche Problem. Mann! Okay, wir hätten das von Anfang an nicht da oben reinhauen dürfen, glaube ich. Das ist ganz schön fies. Jetzt muss ich quasi hin und her gehen, denn jetzt habe ich das gleiche Problem wie eben. Dass ich den nicht bewegen kann. Und deswegen komme ich mit dem hier nicht da rein. Das heißt, wir machen das jetzt erstmal so. Und müssen später in den anderen Raum zurück. Das hier oben in die Ecke reinschieben. Aber dann wäre es ja eigentlich ganz gut, wenn ich von vornherein die anderen so positioniere, dass sie richtig liegen. Das bedeutet, ich versuche erstmal den da unten in die Ecke zu setzen. Blöderweise. Ja, das Triforce sollte schon da auch unten in der Ecke sein. Also der ist hier falsch positioniert. Dann machen wir das mal hier oben kurz raus. Ja, ich ordne mal eben so ein bisschen. Ha? Nein, das ist falsch. Oh je. Nein, Blödheit. Meine Blödheit ist einfach zu schwerwiegend.
Meine Blödheit wiegt so schwer, liebe Leute. Ach so, und der Anfangsraum, welcher ist denn das nochmal überhaupt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oh mein Gott. Ich glaube, das muss wahrscheinlich der hier gewesen sein. Oh Mann. Das ist ja blöd von mir. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher der Anfangsraum ist. In welchem bin ich denn? In dem hier. Müssen wir uns gleich nochmal genauer angucken. Ja, ich habe ganz viel umverschoben. Das ist schon klar. Vor mir ist jetzt der Triforce-Raum, aber es bringt uns noch nicht so richtig weiter. Denn, ja, der Anfangsraum ist der richtige. Ist immer noch der, in dem ich schon war. Denn wir haben den Schlüssel immer noch nicht. Der hier ist jetzt schon mal in der richtigen Richtung im Groben. Bei den anderen muss ich mir das noch genauer überlegen. Dass immer einer blockiert ist, ist halt ein Problem. Aber wenn ich jetzt hierhin zurückgehe, dann könnte ich zumindest, glaube ich, dafür sorgen, dass ich an diesen hier drankomme. Da ist eventuell ein Schlüssel drin, womit ich dann hier rankomme. Und ich schätze mal, es gibt noch weitere von diesen Dingern. Also werden wir das am Ende schon rauskriegen. Ist ein cooles Level, muss ich sagen. Aber ich muss jetzt erstmal den Part beenden. Ich warte jetzt noch, bis dieses Ding hier da ist. Und dann geht's direkt in den nächsten Raum weiter. Kann ich gar nicht in den nächsten Raum weiter. Nee, dann geht's erstmal zurück. Und dort wollen wir dann schauen, ob ich nicht dieses Schieberätsel noch ein kleines bisschen besser lösen kann. Tja, wir werden vorankommen, liebe Leute. Keine Sorge, irgendwann werden wir das schon schaffen. Ich danke euch jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte. Aber ich habe viel zu zeitige Arbeit. Deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Macht's gut, liebe Leute.